Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mache ich Chili con Carne. Die gezeigten Zutaten reichen für 3 bis 4 Portionen. Wenn du mein sehr leckeres Rezept kennenlernen willst, bleib dran, es geht sofort los. Zuerst bereite ich die Gewürzmischung vor. 4 Teelöffel Paprika mild. 2 Teelöffel Rosenpaprika, 3 Teelöffel gemahlener Kreuzkümmel, 1 Teelöffel Rohrzucker, 1 Teelöffel Kakao und 1/2 Teelöffel gemahlener Pfeffer. Dann schneide ich 1/2 rote Zwiebel, 1 Schalotte und anschließend 1/2 Gemüsezwiebel in Würfel. In einem großen Topf erhitze ich reichlich Olivenöl. Dann kommen die Zwiebeln hinein und werden angeröstet. Nachdem die Zwiebeln ca. 2 Minuten angeröstet sind, kommt das Fleisch hinein. Ich verwende hier 400 Gramm gemischtes Hackfleisch, bestehend aus 2/3 Rind und 1/3 Schweinefleisch. Alles zusammen wird weiter scharf angebraten. Dann presse ich 1 Knoblauchzehe hinein, von der ich vorher den Keimling entfernt habe. Alles wird so lange unter Rühren angebraten, bis sich das Hackfleisch beginnt am Topfboden festzusetzen. Dann lösche ich mit 1 Dose geschälte Tomaten ab. Mit Rotwein spüle ich die Dose aus. Alles wird gut vermischt und der Bratensatz vom Boden gelöst. Dann gieße ich 1 Tasse Kaffee an. Nun bereite ich die Paprika vor.
2 rote Paprika werden geschält und klein geschnitten. In den Topf kommt nun eine kleine Dose Mais mit Gemüse und eine Tasse Tiefkühlerbsen. Dann kommen die Kidneybohnen hinein. Ich hatte hier 200 Gramm Bohnen über Nacht einweichen lassen. Das ergibt ca. 400 Gramm eingeweichte Bohnen. Wer will, kann natürlich auch eine Dose fertig gegarte Kidneybohnen nehmen. Dann muss nur die Garzeit entsprechend angepasst werden. Dann gieße ich noch etwas Rotwein an und würze nach dem Abschmecken nochmal mit meiner Gewürzmischung. Es wird auch kräftig gesalzt und mit Gemüsebrühe anschließend aufgegossen. Im Anschluss lasse ich alles auf kleiner Flamme ca. 1,5 Stunden mit geschlossenem Deckel leicht köcheln. Nun wird final abgeschmeckt und ich gebe noch etwas Rohrzucker hinzu. Dann schneide ich zum Garnieren 1 bis 2 Frühlingszwiebeln in kleine Ringe. Nun ist das Chili fertig und kann serviert werden. Da ja nicht jeder sehr scharf essen mag, habe ich das Chili nur leicht pikant eingestellt. Man kann es gut am Tisch nach Bedarf mit Chili, Cayennepfeffer oder ähnlichem nachwürzen. Guten Appetit! Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und du verpasst auch kein weiteres Video mehr von mir. Im Abspann findest du noch den ein oder anderen interessanten Link. Bis zum nächsten Mal, euer Herbie.